Da bin ich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Stunde Pilates und ich hoffe, dass wir nächste Woche so weit sind, das Ganze auch wieder live machen zu starten zu können. Ich bin in Kontakt und nerve die VHS und bin eigentlich sehr zuversichtlich, weil wir alle Hygienevorschriften einhalten könnten. Also wartet mal ab auf eine E-Mail, die kommen wird. Und dann könnten wir vielleicht wieder auch live starten. So, wie ihr seht, rollt die Matte aus. Wir starten auch direkt auf der Matte. Und ruhig ein Handtuch oder Keilkissen noch mit dazu nehmen, um vielleicht den unteren Rücken ein wenig zu stärken bzw. das Becken zu unterstützen. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir legen direkt los im Vierfüßlerstand. Auch hier könnt ihr natürlich eure Knie ein wenig polstern, Hände unterhalb von den Schultern, Knie unterhalb der Hüfte und jetzt einfach erstmal einen runden Rücken ziehen, genüsslich, so richtig den Bauchnabel einziehen, den Nacken hängen lassen und wieder ganz lang strecken. Und noch einmal einrollen, ganz rund werden und wieder ganz lang. Wie ihr hört, hört ihr keine Musik, weil die GEMA-freie Streaming-Musik, da habe ich nur eine von, die finde ich sehr, sehr nervig mittlerweile. Deshalb macht euch ruhig eure eigene Musik an, könnt auch gerne ja das Video jetzt stoppen und sucht euch was Schönes raus. Nochmal so und lang strecken. Jetzt bleibt lang strecken, wenn langer Armstütz nicht geht, kommt natürlich in den Unterarmstütz. Streckt einmal bitte das rechte Bein nach hinten aus, linker Arm zieht nach vorne und wir ziehen uns ganz lang, ganz lang. Dann rollt euch wieder ein, werdet nochmal rund und zieht euch wieder ganz lang. Nochmal einrollen, rund und ganz lang. Noch einmal so und lang bleiben. Stellt die linke Hand wieder ab. Zieht die rechte Ferse zum Po, aber Achtung, nicht den Oberschenkel sinken lassen, sondern schön oben halten, okay? Und jetzt schiebt die Fußsohle noch ein bisschen höher und wieder lösen. Und noch ein bisschen höher schieben und wieder lösen. Gerne das Gewicht jetzt mehr auf das linke Standbein bringen, weg von den Schultern. Verschiebt ruhig die Hüfte hinter das Knie links. Und wieder hochschieben und tief. Mal hochschieben und tief. Noch zwei, noch einen und lang strecken das rechte Bein. Jetzt kommt das rechte Bein über die Seite nach vorne zum rechten Arm und wieder zurück. Wir drehen die Hüfte, öffnen sie und bringen sie wieder parallel zum Boden und wieder. Öffnen, drehen und wieder zurück zum Boden. Und nochmal öffnen. Drehen und wieder zurück zum Boden. Noch zwei. Noch einen. Und wieder lang strecken. Dann einmal rechtes Knie wieder aufstellen. Beide Fußspitzen gerne aufgestellt. Ist ein bisschen entspannter für die Waden. Und wir richten den Oberkörper auf und kommen in den Kniestand. Okay, Hände an die Hüfte. Becken ist vorne. Und jetzt schiebt das Becken ruhig nach hinten. Gerne Fußspitzen aufgestellt oder abgelegt. Und wieder hoch, nach vorne schieben. Und wieder Beckenboden locker lassen, nach hinten. Und wieder vor und zurück. Schöne Beckenschaukel. Ausatmen, oben anspannen, einatmen, locker lassen. Nochmal anspannen, ausatmen, einatmen, locker. Jetzt bleibt hier, löst die Arme, zieht sie nach vorne. Wir legen uns leicht zurück. Jetzt spannen wir hier den Beckenboden an und kommen wieder nach vorne. Und wieder zurück und wieder nach vorne. Jetzt achtet darauf, dass ihr jetzt nicht mehr locker lasst und das Becken nach hinten schiebt, weil dann ist ja der Beckenboden locker, weich, sondern das Becken bleibt vorne. Wir legen uns zurück, der Beckenboden bleibt angespannt. Und hier ist er wieder entspannt. Und noch einmal. Zurück und wieder vor. Zurück und wieder schön vor.
Und hier könnt ihr auch gut eure Handgelenke mitbewegen, weil wir ja gleich nochmal den Stütz haben auf der anderen Seite. Und zurück und wieder vor. Zurück und wieder vor. Noch zwei. Noch einen. Und lösen. Vierfüßerstand. Ellbogen ein wenig zueinander, drückt euch von der Matte weg. Linkes Bein nach hinten strecken, rechter Arm nach vorne. Hebt an und zieht wieder zueinander. Und wieder lang strecken und wieder einrollen. Lang strecken und einrollen. Nochmal. Lang strecken und einrollen. Stellt die rechte Hand ab, linkes Bein nach hinten. Gewicht ruhig wieder nach hinten schieben, Ferse geht zum Po, Fußsohle hoch zur Decke. Okay, und jetzt richtig hochdrücken. Und richtig hochdrücken. Nicht zu sehr nachgeben, sinken lassen. Richtig hochdrücken. Und ausatmen. 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 Ferse zieht zum Po. Stellt euch vor, ihr habt den Ball in der Kniekehle. Also festhalten. Ausatmen. Ausatmen. Noch zwei, noch einen und lang strecken. Jetzt öffnen wir wieder die Hüfte, ziehen nach vorne und wieder zurück, Hüfte schließen. Öffnen, nach vorne ziehen und wieder schließen. Wenn die Höhe vom Bein zu viel ist, könnt ihr natürlich auch den Fuß, das wisst ihr, über den Boden wischen lassen. Und wieder vor, zurück, vor, zurück und dann noch vor und wieder schließen. Zwei, noch einen und schließen. Abstellen, auch hier wieder in den Kniestand kommen, ruhig hinten Fußspitzen aufstellen, aufrichten. Okay. Gerne mal die Hände ans Becken legen und wieder, jetzt aber ein bisschen zur Seite schieben. Wir gehen wieder lockerer Beckenboden mit dem Becken nach hinten, Oberkörper leicht vorne. Aber jetzt tippt mal mehr links in die Ecke. Links zur Ferse. Wieder in die Mitte hoch. Und rechts. Und wieder in die Mitte hoch. Und links. Und rechts. Und links. Und rechts. Wenn ihr merkt, ihr braucht ein Kniepolster, habt aber das Handtuch nicht, könnt ihr euch, macht ruhig weiter, eure Matte auch immer aufrollen. Geht auch gut. Und eine Seite vor, locker, andere Seite anspannen. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Nochmal jede Seite. Und wieder hochkommen, okay? Arme wieder auf Schulterhöhe nehmen. Eine lange Linie im Oberkörper sein. Und hier sind wir locker und jetzt spannen wir an. Wie ein Reißverschluss. Powerhouse anheben, hochziehen. Hinterkopf geht mit. Becken bleibt nicht vorne und kippt auch nicht einzeln nach hinten. Und dann wieder nach oben kommen. Also jetzt nicht mehr bitte so agieren, sondern zurücklegen und wieder locker lassen. Und anspannen und wieder locker lassen. Anspannen. Handgelenke mitbewegen. Noch zwei, noch einen und wir bleiben hinten, inklusive Halswirbelsäule, Hinterkopf und der rechte Arm zieht über die Decke, kreisförmig nach hinten, schaut ruhig nach und wieder nach vorne, haltet noch und links und wieder hochkommen, locker lassen und wieder zurück, anspannen, rechts, Kreis, links, Kreis und wieder hoch. Und anspannen. Und wieder hochkommen. Und nochmal. Richtig zurücklegen. Viel Powerhouse. Und noch einmal. Richtig zurück. Powerhouse. Und lösen. Okay. Stellt die Hände noch einmal auf. Hängt dran. Unterarm stützt ist auch möglich. Fußspitzen aufstellen und wir schieben jetzt das Becken nach hinten. Ruhig ein bisschen federn. Dann leicht nach vorne an die Mitte. Dann die Knie lösen und hoch in den V-Stretch. Fersen richtig tief runterziehen.
und wieder. Knie abstellen, nach hinten, leicht in die Mitte und wieder hoch. Fließend. Noch zwei. Noch einen. Und komm bitte mal alle in den V-Stretch. Okay, seid ihr oben, Nacken nochmal richtig schön aushängen lassen. Schulterblätter Richtung Wirbelsäule, Fersen gut tief runterziehen, nur ganz lang strecken. So, jetzt Option, wieder die Knie aufstellen. Jetzt gehen wir aber vorne runter. Drücken uns wieder hoch und gehen wieder in den V-Stretch. Und wieder vor, ruhig Knie abstellen, kleiner Dip und wieder hoch. Powerhouse aktiv, Bein runter und hochdrücken. Wer mehr möchte, lässt einfach die Knie schweben. Blick zu den Füßen im V-Stretch, Blick zu den Händen beim Dip. Auch hier im Unterarmstütz möglich. Noch zwei. Noch eine. Und die Knie wieder abstellen. Okay, bevor ich wieder die Fußspitzen aufstellen, Knie vielleicht polstern. Jetzt bleiben wir, stellt euch vor, ihr habt ein Buch auf dem Kopf, wir bleiben im Oberkörper ganz lang. Ihr wisst, ihr könnt die Arme als Lot benutzen. Jetzt nicht in die Entspannung gehen und das Becken nach hinten kippen lassen, Oberkörper vor, sondern das Becken kippt nach hinten, aber der Oberkörper kommt mit. Und wieder hochkommen. Und wieder tief. Und wieder hoch. Denkt an das Buch. Achtet auf die Arme. Euer Lot. Okay. Jetzt braucht ihr nicht den Beckenboden extra ansteuern. Das passiert automatisch. Cool, oder? Und nochmal. Und wieder hoch. Und tief. Gerne könnt ihr natürlich hier auch nochmal die Handgelenke lockern. Könnt ihr auch an die Hüfte jetzt legen, wenn ihr gerade bleibt. An den Hinterkopf. Schön offen im Oberkörper. Hinterkopf in die Hände legen. Nacken entspannen. Und noch vier. Und noch drei. Ich wollte schon zwei, dann geht ja gar nicht. Und noch einen. Und hoch, komm. Wenn gerade eure Kinder mitmachen, können die das wahrscheinlich wieder perfekt. Okay. Wir kommen zu unserer Bauchübung. Die Füße einmal nach vorne aufstellen. Ich drehe mich mal. Das müsst ihr aber nicht. Guten Sitz finden. Okay? So, spürt eure Sitzbeinhöcker. Schaut, dass ihr Platz nach hinten zur Seite habt. Erst einmal Smart Iron. Also haltet euch an den Oberschenkeln ruhig fest. Rollt euch rund ein. Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Rippenbögen ziehen zusammen. Und wieder auf. Und wieder tief. Und wieder auf. Und tief. So langsam mal die Hände lösen. Selbstständig spüren, wie weit ihr zurückrollen könnt, ohne dass der Nacken verspannt oder die Schultern hoch zu den Ohren ziehen. Okay? Schön tief. Noch zwei. Noch einen. Und wir bleiben wieder eingerollt. Okay? Um das zu verdeutlichen, dass die Schultern tief sind, dass der Oberkörper arbeiten muss, pumpen wir mit den Armen für die Hände. Kommt, schnelle kleine Atmung. Ein, aus, 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 aus. Ein, aus, 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 aus. Wer Probleme mit dem Hüftstrecker hat, kann die Beine gerne auch lang ausstrecken. Dann lohnt es sich aber auch mal, das Programm von Montag zu machen. Da geht man etwas mehr drauf ein. Okay, wenn das schon Probleme bereitet, unbedingt Programm von Montag machen.
Und nochmal kurz atmen. Ein, aus, 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 aus. Zwei, ein, aus, 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 aus. Und wir kommen wieder hoch. Rollt auf, aber aus der Wirbelsäule, Stück für Stück, aus den Bauchmuskeln, nicht aus den Armen den Schwung holen. Nach vorne eintauchen. Ihr könnt alle gerne die Beine strecken und dann die Arme über die Seite einmal nach hinten führen. Vielleicht sogar die Hände schließen. Nacken bewegen. Und wieder zurückkommen. Wir rollen uns wieder ein. Ruhig, wenn es geht, Füße ein, aufsetzen und eure Position finden. Okay, Schultern sind wieder tief. Ruhig Handflächen hoch zur Decke zeigen lassen, dann bleiben die Schultern schön weich. Und jetzt ziehen wir die rechte Hand nach außen, hinten und folgen mit dem Blick. Kommen wieder nach vorne und die linke Hand. Dann rollen wir auf und zieht ruhig die Arme ran, dass die Brust sich noch ein bisschen mehr öffnet, ihr euch noch länger strecken könnt. Und wieder einrollen und wieder rechts, links. Und wieder auf. Und wieder ein. Rechts. Links. Auf. Denkt an euren Hüftstrecker. Vielleicht die Beine lang ziehen und wieder einrollen. Rechts. Links. Und wieder auf. Und nochmal ein. Ihr bestimmt, wie weit ihr zurückrollt. Und wieder auf. Und wieder ein. Und wieder auf. Und noch vier. Ein. Und auf. Und ein. Und auf. Und ein. Wenn ihr die Beine angewinkelt habt, merkt ihr auch, beim Aufrichten wird es viel schwieriger für die ganze Muskulatur. Und wieder auf. Alle bitte jetzt mal die Füße ranziehen, aufstellen und die Hände hinter euch aufsetzen. Rollt die Schultern zurück, geht weich in die Ellenbogen. Okay? Rundet den Rücken und jetzt zieht ihn lang. Streckt die Arme, Schulterblätter zueinander. Wenn ihr merkt, da geht noch was, dann hebt ihr bitte auch noch das Becken mit an und schön nach oben kommen. Wieder in die Ellenbogen, weich tief und nochmal. Strecken, anheben und wieder weich zurück. Achtet auf die Beugung und Streckung in den Armen. Sonst hat der Trizeps nichts davon. Und noch zwei. Und wir bleiben mal oben. Okay, das Becken kann auch gerne unten auf dem Boden bleiben. Hauptsache, die Arme sind gestreckt. Dann streckt mal das linke Bein aus, Ferse nach vorne, wieder aufsetzen und rechts. Und nochmal links. Und nochmal rechts. Okay, nochmal links. Gut. Okay. Dann mal linkes Bein hoch zur Decke und wieder ab. Und wieder aufsetzen, rechts. Okay, Becken um, Ellenbogen zueinander und rechtes Bein hoch zur Decke. Und wieder aufsetzen und runterkommen. Oh, wieder aufrollen, Handgelenke ruhig kreisen lassen. Guten Sitz finden. Arme nach vorne, gerne Handinnenflächen hoch zur Decke. Oder die Hände so ein bisschen ineinander verhaken, dann können die Schultern auch schön weich bleiben. Wir rollen uns wieder ein, dorthin, wo ihr merkt, ich kann mich gut halten, Nacken ist entspannt. Okay, jetzt drehen wir direkt von einer zur anderen Seite. Und jetzt achtet mal auf eure Knie. Die sollen natürlich nicht mitgehen diagonal, sondern beim Pilates, um den Beckenboden zu erreichen, bleiben die in der Mitte. Vielleicht nehmt ihr euch euer Handtuch, haltet das mit den Knien fest, dann habt ihr eine bessere Kontrolle. Und wichtig für den Nacken, Blick mitnehmen.
krabbelt ja gerade irgendwo ein Kind rum, schnappt es euch, dann könnt ihr das als Gewicht zusätzlich nehmen. Oder ein Hund oder Katze. Und schön drehen. Knie ruhig halten. Powerhouse angespannt und twist. Und twist. Und twist. Und twist. In der Brustwirbelsäule. Ihr bestimmt die Höhe. Denkt dran. Ihr könnt auch mit leicht runderem Rücken oben arbeiten. Trotzdem haben wir immer noch Muskelarbeit, die wir genau jetzt haben wollen. Seitlich. Gerade. Und nochmal jede Seite. Und wieder in die Mitte kommen. Aufrollen, Beine lang strecken. Spine Stretch. Die Hände wieder nach hinten holen. Aufrichten. Und nochmal die Füße aufstellen. Okay, geht wieder weich in die Knie. Jetzt aber einmal direkt ruhig das linke Bein strecken. Ihr müsst ja nicht das Becken mit anheben. Weich, rund, kraftvoll, lang und Becken vielleicht mit Liften. Linkes Bein hoch. Und wieder zurück. Okay, und wieder. Hoch, Bein und wieder zurück. Und hoch, Bein und wieder zurück. Und nochmal hoch und wieder zurück. Okay, für alle mal beide Beine strecken und wieder. Langer Oberkörper, lange Arme, gerne hier bleiben, wenn mehr geht. Einmal Becken mitliften, Ellenbogen zueinander. Tief durchatmen, tief durchatmen. Angenehmer für den Nacken, freier für den Nacken ist es eigentlich, übers Becken nach vorne zu schauen. Wenn mehr geht, könnt ihr auch den Kopf in den Nacken legen. Müsst ihr mal ausprobieren, was für euch angenehm ist. Noch zwei, einen und wieder tief runterkommen. Nach vorne eintauchen, Handgelenke ruhig kreisen lassen, aber den Bauchnabel einziehen rund. Wir kommen runter auf den Boden. Stellt die Füße ruhig auf, wir legen uns auf die Matte ab und die Hände einmal bitte an den Hinterkopf legen, auch wenn ihr was unter dem Kopf liegen habt. Dann legt die Hände an die Schläfen. So, Becken nochmal ein bisschen mobilisieren, schaukeln und in Print-Position Becken leicht einrollen, Bauchnabel einziehen, okay? Und jetzt mit der nächsten Ausatmung erst ruhig mit den Händen den Kopf anheben, dann rollt der Nacken ein und dann ziehen die Rippenbögen zusammen, aber Kinn nicht zu sehr zur Brust. Und wieder loslassen. Ausatmen, aufrollen, einatmen, loslassen. Der Bauch bleibt die ganze Zeit durch diese Position im Becken angespannt. Arbeitet mit der Atmung in die Rippenbögen hinein, in den Brustkorb und aus. Lasst den Kopf schwer in den Händen liegen, Ellenbogen weit nach außen, auch wenn man da nicht vielleicht ganz so hoch kommt, das ist nicht schlimm, aber man hat mehr Arbeit im Oberkörper. Noch zwei, noch einen. Und jetzt kreiert mal richtig viel Höhe, richtig viel Höhe, aber ohne, dass der Nacken angespannt ist. Okay, löst mal eine Hand, spürt mal nach. Vielleicht könnt ihr auch noch die andere Hand lösen, sonst bleibt bei einer Hand. Und wir pumpen wieder. Ein, 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 aus, 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 ein, 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 aus, 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 aus. Wenn das gut läuft, dann könnt ihr sogar mal die Füße anheben, aber das Becken bleibt eingerollt in Print. Ein, 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 aus, 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 ein, 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 aus, 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 aus. Blitzt mit den Fingerspitzen. Noch zwei Atmungen. Ein, 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 aus, 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 ein, 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 aus, 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 aus und halten. Einmal nacheinander die Füße absetzen, Becken ein bisschen lockern, Powerhouse und den Oberkörper ablegen, Arme mitnehmen, über Kopf,
über die Seite zurückführen. Legt die Arme ab, bequem den Kopf ablegen. Wir starten Tiptoe vom Boden aus. Rechtes Bein ranziehen, linkes Bein ranziehen. Keine Schwierigkeit, oder? Gut, dann starten wir von oben. Nacheinander die Beine anheben. Vielleicht Hände unter den Po legen und jetzt von oben Richtung Boden. Jetzt muss hier schon der Unterbauch Powerhouse angespannt sein. Ihr könnt gerne auch den Nacken aufrollen, wenn ihr wollt. Natürlich auch gerne stützen. Und top. Und tipp. Und tipp. Und tipp. Und tipp. Tipp. Halten. Tipp. 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 Noch zwei. Noch einen. Und ablegen. Legt den Oberkörper wieder ab. So, streckt die Beine hoch zur Decke. Und gerne natürlich auch leicht angewinkelt. Zieht mal das rechte Bein zu euch ran. Greift mit den Händen durch nach der Wade. Ihr könnt den Hinterkopf auf den Boden lassen. Ihr könnt aber auch etwas aufrollen. Jetzt fällt das linke Bein runter. Ein bisschen federn lassen. Dann kommt es mit Schwung wieder hoch. Und wir greifen direkt nach links, sodass das rechte Bein fällt. Ruhig federn lassen und wieder hoch. Greifen. Federn lassen und wieder hoch. Federn lassen und wieder hoch. Haltet euch so ein bisschen an dem Bein bei euch fest. So ein bisschen hochwandern. Und dann versucht mal fließender Wechsel. Kein Federn mehr. Direkt greifen. Okay, seid ihr drin? Dann ruhig das Bein, was bei euch ist, die Fußspitze ranziehen. Zehen zum Kopf. Passt auf eure Nase auf. Unterstützung für den Rücken braucht man eigentlich nicht, weil wir haben ja die Handbremse. Ein Bein ist immer bei uns. Noch zwei. Noch einen. Und ranziehen. Geschafft. Klasse. Nacheinander die Füße wieder aufstellen. Oberkörper ablegen. Lange Arme hoch zur Decke. Okay. Mit dem Armheben rollen wir auf. Erst die Arme, Hinterkopf, Nacken. Vielleicht greift ihr nach den Oberschenkeln und etwas hoch. Und wieder zurück. Und nochmal. Erst die Hände, Arme, Hinterkopf, Nacken, Bauch. Nicht zu hoch kommen. Nicht den anstrengendsten Part vom Bauch nach oben nachgehen lassen, dann hat der Rücken nichts davon. Sondern genau da, wo ihr merkt, so, oh, jetzt gehe ich nur mit dem Hopser nach oben. Dort kurz anhalten und wieder auf den Rücken ablegen. Dann hat die Rückenmuskulatur auch noch was davon. Einatmen zum Boden, ausatmen zum Aufrollen. Ihr könnt natürlich gerne, wie bei der ersten Runde, wenn es zu viel für den Nacken ist, den Nacken unterstützen und die Hände wieder an den Hinterkopf legen. Immer möglich, kein Problem. Eure Bauchmuskeln arbeiten trotzdem. Und noch zwei. Und noch einen. Und lösen. Okay, lasst die Arme direkt oben. Nacheinander die Beine wieder hoch zur Decke. Okay, vielleicht etwas unter den Rücken legen, also das Handtuch zum Beispiel. Zeig's euch mal. Dann könnt ihr auch ganz entspannt mit den Armen arbeiten. Wieder Tiptoe. Rechtes Bein fällt, linkes Bein fällt. Jetzt diagonal die Arme mitnehmen. Rechtes Bein, linker Arm. Linkes Bein, rechter Arm. Immer wenn ihr euch öffnet, Powerhouse aktivieren, Bauchnabel einziehen. Und wenn mehr geht,
Dann mal dynamischer werden. Vielleicht passt das auch gar nicht zu eurer Musik. Ruhig mal die Beine vielleicht verlängern. Probiert's aus. Bauchnabel einziehen, Wirbelsäule lang lassen, kommt ein paar noch. Noch zwei, noch einen und ranziehen, ablegen. Okay, streck wieder beide Beine hoch zur Decke. Ruhig, wenn ihr möchtet, die Hände an den Hinterkopf. Wir haben ja das Handtuch am unteren Rücken. Entspannt ein wenig einrollen den Nacken. Okay, ihr wisst, kurzer Hebel auch möglich, angewinkelte Beine. Jetzt lassen wir solo das rechte Bein nach vorne sinken. Und wieder hochziehen. So, nur so weit eure Schere öffnen, wie ihr auch mit Powerhouse das Bein wieder zurückbekommt, okay? Sonst vielleicht einfach bisschen mehr Handtuch unter den Rücken legen, ausprobieren und dann ruhig versuchen, etwas tiefer zu kommen. So, im Fluss, dann ruhig die Fußspitze ranziehen, wenn das Bein jetzt fällt. Und tief, und tief. Okay, die Hände sind am Hinterkopf. Hallo, Dad. Dann einmal zum Oberschenkel drehen, hochkommen und andere Seite. Denkt dran, ihr könnt auch mit einem kurzen Hebel arbeiten. Erkennt ihr es? Criss-cross ein wenig. Wir kombinieren. Und drehen. Und drehen. Oh, Entschuldigung. Ein bisschen zur Seite gehen. Okay, macht weiter, dreht euch, auch wenn ihr meinen Kopf nicht seht. Und dann geh mal weiter. Geh mal weiter. Ja, so ist fein. Jetzt nicht zu den Beinen. Und nochmal. Und nochmal jede Seite. Jetzt sind wir Hunde frei. Und nochmal. Und ranziehen, geschafft. Alles gut, Odette. Und ist nichts passiert. Okay, Knie kreisen lassen. Und wir kommen hoch in den Sitz. Entweder schaut ihr ein bisschen links und rechts. Gerne zu einem kleinen Päckchen einrollen. Wenn es für euch angenehm ist, könnt ihr aber auch eure Wirbelsäule massieren und nach vorne rollen. Bleibt schön eingerollt. Dann arbeitet nämlich hier auch nochmal die Bauchmuskulatur. Ganz klein bleiben. Noch zwei, noch einen und wir bleiben oben aufsetzen. Hände wieder nach hinten aufstellen. Okay, und jetzt das rechte Bein einmal lang strecken. Geht wieder weich in die Ellenbogen, rund im Oberkörper. Streckt euch, liftet, wenn es geht, auch noch das Becken und rechtes Bein hoch zur Decke. Wieder absetzen und wieder weich rund. Und wieder strecken und lift. Und weich und strecken und lift. Denkt an, das Wichtigste ist, rund, weich, gestreckt, lang. Noch zwei. Noch einen. Und wieder beide Beine ruhig mal ausstrecken oder beide Beine wieder anlehnen, was für euch besser ist. Rollt wieder euch lang aus, streckt die Arme, liftet. Und egal ob jetzt die Beine lang sind oder angewinkelt,
Ellbogen, Oberarme ziehen zueinander, Schulterblätter zur Wirbelsäule. Powerhouse, richtig hochziehen. Der Reißverschluss ist komplett zu, okay, bis zu den Rippenbögen. Blick nach vorne oder Kopf in den Nacken. Tief ein- und ausatmen. Tief ein- und ausatmen. Tief ein- und ausatmen. Und weich wieder zurück. Nach vorne einrollen. Handgelenke kreisen lassen. Bleibt rund. Arme ruhig über die Seite nach außen. Das ist kein Nickerchen in der Hand. Und wieder nach vorne kommen. Okay, wir legen uns noch einmal ab. Nehmen Hund und Beine mit. Die Arme ruhig zur Seite ausbreiten, wenn ihr möchtet. Aber schiebt jetzt bitte eure Oberschenkel, Knie auf die Linie der Hüfte. Zieht die Fußspitze ran. Okay, Arme ruhig noch auf den Boden lassen. Und jetzt mal das rechte Bein nach außen etwas fallen lassen. Öffnen und wieder zurückholen. Und wieder nach außen öffnen und zurückholen. Die linke Seite hält dagegen. Einfacher ist es, wenn ihr die Arme auf dem Boden liegen habt. Schwieriger wird es, wenn die Arme hoch zur Decke zeigen. Da gibt es Knickerchen. Und wieder öffnen. Und öffnen. So, jetzt bin ich für euch doof. Und ist frustriert. Wir nicht. Wir sind nicht frustriert. Wir freuen uns, wenn alles wieder aufmacht. Noch zwei, haltet mit links dagegen. Noch einen. Und in die Mitte kommen. Jetzt stellt den linken Fuß auf. Gerne auch hier wieder die Arme erstmal hoch zur Decke. Streckt das rechte Bein und jetzt gute, schöne Kreise ziehen mit dem rechten Bein. Klein oder auch größer. Und ihr wisst, das Wichtigste ist wieder, der Oberkörper ist ruhig. Schwieriger wird es, wenn die Arme nah am Oberkörper sind. Nicht die Schultern zu den Ohren ziehen. Die sollen nicht anspannen. Oberkörpermuskulatur soll anspannen. Auch hier könnt ihr gerne, wie immer, den Hebel verkürzen und kreisen. Noch zwei. Und ihr wisst, wenn es knackst in der Hüfte, wenn es nicht mit Schmerzen dazu verbunden ist, ist das okay. Probiert einfach mal aus, in die andere Richtung zu kreisen. Dann hört das manchmal sogar schon wieder auf. Dann wisst ihr, okay, da ist es nur unaufgeräumt in der Hüfte. Oder einfach kleiner, weil dann der Hüftkopf einfach nicht perfekt sitzt und dann immer über ein Band oder sonst was ein bisschen flitscht. Dadurch kommt dann dieses Geräusch. Ich weiß, es ist unangenehm. Und abstellen. Okay, wieder beide Beine ranziehen. Wieder in Position schieben. Tabletop. Okay, Arme hoch oder auf den Boden ablegen. Aber die Schultern auf jeden Fall tief. Und jetzt die linke Seite. Oh, fallen lassen, halte dagegen. Beginnt ruhig klein. Und ruhig halten. Meine linke Seite ist viel kraftvoller zum Dagegenhalten. Die seitliche Rumpfmuskulatur. Deshalb ist jetzt die Seite für mich echt schwer. Und öffnen. Und öffnen. Noch einen und lösen. Wieder rechtes Bein aufstellen, linkes Bein hoch zur Decke, Arme ablegen und unsere Kreise ziehen. Beginnen klein, wieder tief halten, auf den Bodenkontakt und dann könnt ihr auch größer arbeiten. Ruhig die Arme ganz dicht am Oberkörper. Schulter weg von den Ohren, dann merkt ihr, ob ihr Oberkörper mitarbeiten lasst
oder dagegen haltet. Wenn es unangenehm ist, gegen den Uhrzeigersinn zu kreisen, kreist ruhig mit dem Uhrzeigersinn. Noch zwei. Übrigens, wer an sich ein bisschen Hüftprobleme hat, sollte auf jeden Fall die Hüfte so nach außen auf der Seite gut öffnen. Das ruhig richtig großzügig probieren. Allerdings nicht über Kreuz gehen. Okay? Das ist eher etwas, was für die Hüfte, auch wenn es jetzt für euch vielleicht entspannend ist, aber wer wirklich Probleme mit der Hüfte hat, mit dem Hüftgelenk, da Arthrose hat, belastet in dieser Position die Hüfte noch mehr. Also nach außen ruhig mit einem kurzen Hebel gut arbeiten, aber nicht nach innen über Kreuz. Und ranziehen, aufsetzen. So, jetzt nochmal was für den unteren Rücken, aber gleichzeitig auch für oberen Rücken, Schultern und sogar Bauch. Hey, alles was wir wollen. Die Beine einmal ranziehen, ruhig hüftschmal öffnen. Und die Knie Richtung Schulter ziehen. Gleichzeitig streben aber die Fingerspitzen Richtung Mattenende. Oberarme, Schulter drücken in den Boden hinein. Okay, Nacken bleibt lang. Hinterkopf strebt nach hinten. So, und jetzt ausatmen. Und einatmen, langsam wieder loslassen, ablegen. Und nochmal ausatmen. Einatmen und ausatmen, einatmen. Nicht so viel Schwung holen. Aus dem Bauch heraus arbeiten und wieder langsam ablegen. Und nochmal. Und wieder zurück. Gerne ein wenig mehr, rollt euch ein und streckt einmal die Beine, zieht die Fußspitzen rein. Und wieder zurück. Und nochmal einrollen. Beine strecken, Fußspitzen ranziehen. Und zurück. Zwei Stück noch. Und wieder einrollen. Und wieder zurück. Nicht zu viel, ne? Wir liegen immer noch auf den Schulterblättern, Oberarme. Das ist kein Yoga, kein Schulterstand. Und wieder zurück. Beine ranziehen, nach vorne aufrollen, Beine lang strecken, Hände an den Hinterkopf, rollt nach vorne ein, taucht nach vorne, oben wieder auf, bisschen zurücklegen, Ellenbogen nach außen und wieder einrollen, Ellenbogen ruhig zusammen, die Schwere mit dem Hinterkopf zur Brust, taucht wieder auf, drückt den Hinterkopf in die Hände und noch einmal ein. Ruhig langsam und auf. Bleibt aufgerichtet, Hinterkopf in die Hände, löst eure Hände zum Boden. Dann zieht sie nach vorne, rechter Arm über die Decke nach hinten ziehen, Blick geht mit zurück und wieder von hinten nach vorne. Und links und wieder nach vorne und einmal beide ruhig weit nach außen, dann geht der Armkreis besser, ruhig nacheinander, wenn es geht, beide gleichzeitig zurück absetzen und dann einmal huldvoll zur linken Schulter grüßen, Kinn zur Schulter, huldvoll zur rechten Schulter grüßen. Nochmal jede Seite. Und das war's für heute. Danke. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Programm und vielleicht sehen wir uns, hören wir uns um 20 Uhr bei unserem Conference Call. Bis dahin, tschüss.